zusammen. Es soll heute weitergehen mit meinem dritten Diorama. Wie beim letzten Mal besprochen, geht es heute um einige Feinheiten, die noch gesetzt werden sollten. Auf den ersten Blick ist also nicht so viel passiert, aber wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Heute soll es darum gehen, ein paar Kanten zu kaschieren. Ich gebe hier ganz wenig Kleber und ganz, ganz feinen Sand rings um den Brunnen, den ich ohne Bodenplatte aufgestellt habe, und rings um das Gebäude, um hier die Kanten etwas weicher gestalten zu können. Außerdem setze ich auf dem Boden ringsherum noch ein paar Highlights oder zum Beispiel auch in die kleine Steintreppe, die ich eingearbeitet habe. Auch die Überdachung des Brunnens steht direkt auf der Ebene. Da ich die nicht so eben hinbekommen habe, versuche ich das Ganze mit etwas Kies rings um die Balken zu kaschieren. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe etwas von der Ackerbodenstreu in die eigentliche Streu des Stalls eingearbeitet, damit die Kante jetzt hier etwas weicher gestaltet wird. Und wenn die Tiere hier ständig rein und raus laufen, dann geht natürlich auch immer mal was daneben. Jetzt kann es auch schon etwas lebendiger werden auf dem Diorama. Die ersten Figuren ziehen ein. Ich stelle euch vor, Schäfer Heinrich mit seiner Herde. Als erstes die treue Tilda, die trottet überall hin und her, wo der Schäfer hingeht. Der verfressene Hans, die neugierige Bertha, immer die Nase vorn, der stets aufmerksame Hugo und sein Bruder Egon. Chantal hat mal wieder Angst, was zu verpassen. Und Kalle läuft einfach mal so mit. Und last but not least, die fleißige Hütehündin Luna. So, damit befinden wir uns auf der Zielgerade direkt auf Weihnachten zu und auch auf unserem Krippendiorama ist nicht mehr so viel zu tun. Vor allen Dingen werden noch die letzten Figuren gesetzt, die warten allerdings noch in meinem Kalender. Ich wünsche euch ein schönes letztes Adventswochenende und habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald!